Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Es ist wieder Mittwoch und wie immer mittwochs gibt es ein neues Tutorial auf diesem Kanal. Ihr alle kennt das Problem, ihr habt mit eurer Spiegelreflexkamera aus der Hand gefilmt und habt vielleicht keinen Bildstabilisator, dann sind eure Aufnahmen so richtig unruhig und shaky. Wie ihr das in Premiere Pro CC auf einfache Art korrigieren könnt, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ja Leute, ihr kennt alle dieses Problem, ihr habt aus der Hand ein Video gefilmt und wenn ihr dann das Ganze zu Hause hier in Premiere importiert habt, dann sieht das Ganze hier etwas sehr wackelig und unruhig aus und wie ihr daraus ein solch smooth stabilisiertes Video machen könnt, zeige ich euch in dieser Folge. Dazu löschen wir zuerst mal hier das stabilisierte Video und wir erstellen uns hier eine neue Sequenz, unstabilisiert. So, diese öffnen wir und dann nehmen wir hier dieses Originalvideo, also dieses unstabilisierte Video und ziehen es uns hier in die Timeline. Wenn wir das nun abspielen, dann seht ihr, das Ganze wackelt und macht und ist unruhig. Nun, wie können wir das korrigieren? Ganz einfach, wir gehen hier in die Effekte und suchen hier mit Stabilisierung die Verkrümmungsstabilisierung. Diese finden wir hier unter Verzerrung. Wir nehmen uns dieses Icon und ziehen es hier auf das Video und lassen es los. Nun erscheint hier die Analyse, wird im Hintergrund ausgeführt. Premiere sucht nun das ganze Video durch, wie das aussieht, wie unstabil das ist und stabilisiert das. Wir können hier bei den Effekteinstellungen mal schnell reinschauen. Ihr seht, hier habe ich eingestellt ruhige Bewegung. Ich kann auch auf keine Bewegung, dann wird es noch mehr stabilisiert. Glättung 50%, die Methode ist Subspace Warp, dann wird es stabilisiert, zuschneiden und autoskaliert. Also das Video wird ein wenig kleiner, aber der Ausschnitt wird auf die Ausgangsgröße skaliert. Wenn dann das Ganze fertig ist, haben wir dann, das dauert nun eine Weile, dann öffne ich hier, schließe ich das und öffne hier das Endergebnis. Hier haben wir einen fertig skalierten Film. Und ihr seht, die Bewegungen sind smooth und easy und kaum mehr Bewegung drin. Ich könnte das jetzt noch mehr stabilisieren. Aber ich finde es eigentlich so okay, weil die Schwenks will ich drin behalten, die ich gemacht habe. So kann man auf einfache Art und Weise ein Video stabilisieren. Diese Möglichkeit gibt es sicher auch in anderen Schnittprogrammen, Premiere Pro CC. Es ist wie gesagt hier in den Videoeffekten Verzerrung, Verkrümmungsstabilisierung. Ja, so viel zu dieser Bildstabilisationsfunktion in Premiere Pro CC. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden. Und vergesst nicht, hier oben meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Tutorial mehr verpasst. Wir sehen uns sicher wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss!